Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wo liegt das Glück heute am 19. August 2017? Wen beschenkt Fortuna? Und vor allem, in welchem Lebensbereich liegt das Glück? Es sind gerade die Krebsgeborenen. Besonders die Krebsgeborenen, die am 11., 12. oder 13. Juli Geburtstags haben. Welchem Lebensbereich liegt das Glück? Das ist die Freizeit, das ist ein Abenteuer, das ist das Spiel des Lebens. Und was kann dabei hindern? Weil es gibt immer wieder mal Hindernisse im Leben, was wir überwinden sollen. Die Krebsgeborenen sollen ihre vertrauten Umgebung verlassen, weil auf einer Reise liegt das Glück und ein Berglandschaft eignet sich ganz gut dafür. Was sollen die Krebsgeborenen noch beachten? Die vertraute Personen wie Freunde, Bekannte, Nachbarn oder Verwandtschaft weniger Gefühl zeigen, die Gefühle etwas zurücknehmen, nicht viel erzählen auf ihren Sehnsüchte und Wünsche. Und das ist mal ein guter Schritt nach vorne, weil da sind die Hindernisse mal überwunden und verlassen die vertraute Umgebung. Weil genau da liegt das Glück. Und das kann neue Ideen bringen, das können neue Eindrücke sein, es kann auch Leidenschaft sein oder Flirt, also auch neue Begegnung sein. Wenn jemand Interesse hat, ihren persönlichen Glückstagen berechnen und auch erkennen, wo und in welchem Lebensbereich liegt das Glück, und auch wo liegen die Hindernisse, weil das haben wir immer wieder mal im Leben und das sollen wir auch beachten. Was sollen wir achten und was sollen wir überwinden, damit das Glück auch kommt? Das kann man natürlich maßgeschnitten anfertigen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Und das war mein heutigen Glücksenergie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.